Heute präsentiere ich euch mal, was ich in letzter Zeit alles gespielt habe. Und wenig ist es nicht. In unserer neuen Serie Aufgetischt. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Folge von Aufgetischt. Ich bin ganz aufgeregt, weil das ist meine erste Solo-Folge als Aufgetischt. Weil der Benny ist natürlich nicht da, ja, der muss wieder Videos schneiden oder sonst irgendwas. Aber ich bin da und ich zeige euch jetzt, was ich in letzter Zeit alles gespielt habe. Da ist auch viel Bekanntes dabei. Zombie Dice zum Beispiel. Habe ich mal so Skyo, das haben wir schon so oft besprochen, aber das kommt bei mir immer wieder mal auf den Tisch, wenn irgendwelche Gäste da sind, die das noch nicht kennen oder auch mit welchen, die das kennen und sagen, komm, wir wollen mal Skyo spielen oder wir wollen mal hier Zombie Dice nochmal mit der Schulbus-Erweiterung spielen. In dem Fall habe ich das mit Kanadiern gespielt, die bei uns zur Geschäftsreise waren und dann habe ich das gleich mal in einer angenehmen Bierrunde mal kurz aufgetischt. Das war ein nettes Erlebnis dann dabei. Ja, in dieser Runde gab es auch Illusion. Das haben wir natürlich auch schon öfter vorgestellt. Und ich muss sagen, das gefällt mir immer besser. Ein kleines Chatspiel, da muss man aber schon genauer hingucken, wie viel Prozent der Fläche, der Gesamtfläche der Karte in der einen oder anderen Farbe ist. Und das muss man genau abschätzen. Wer einen Fehler macht, fliegt nicht gleich raus, aber der Nächste kann das anzweifeln und kann die Karte sich als Punkt nehmen. Schönes Spiel dabei. Kommen wir gleich zum nächsten Spiel, Farben. Ja, Farben haben wir jetzt. Habe ich jetzt einmal gespielt auf Malta mit meiner Familie. Das war ja eine sehr interessante Partie. Ich hatte sie mir ein bisschen anders vorgestellt. Es ist natürlich so, das stimmt schon, wie der Ruben das uns erklärt hat dabei. Natürlich verbindet man Braun mit der Bratensoße seiner Oma. Das ist ganz klar. Nur was mache ich da? Wenn ich die Oma da habe als Begriff und ich habe kein Braun mehr auf der Hand, dann muss ich irgendwas anderes nehmen. Und da kommen dann abstruse Geschichten dabei raus oder einfach so, Hoffnung ist halt grün. Nein, für mich ist Hoffnung blau, alles klar. Gut, ja, das gibt's dann halt. Man muss da vielleicht die richtigen Leute haben, beziehungsweise mit den richtigen Leuten richtig üben. Dabei muss es vielleicht ein paar Mal spielen und dann läuft das auch ein bisschen runter bei uns. Ein bisschen kantig angelaufen. Farben aus dem Pegasus Verlag, beziehungsweise von der Edition Spielwiese natürlich. Dann habe ich natürlich hier den Vetternkrieg hier gehabt. Der Vetternkrieg, ein sehr schönes Spiel für zwei Personen. Ich mag das gerne, aber es ist natürlich so, wenn ich das natürlich, ich habe es gegen meine Frau gespielt und die mag das dann so überhaupt nicht, wenn man da so gerade beim Würfeln, gegenseitig Würfeln, eventuell den Würfelwurf geheim halten muss und ein bisschen was lügeln muss, was zusammenschummeln muss. Macht aber nichts, sie hat trotzdem gewonnen, weil ich mich so dermaßen verzockt habe dabei, dass sie auf einmal nach der vierten Runde schon alle drei Besitztümer hatte und damit war das Spiel vorzeitig beendet. So kann es gehen und da war ich mal kurz abgezockt, aber bei mir kommt es definitiv nochmal auf den Tisch, vielleicht nicht zusammen mit meiner Frau. Dann haben wir Piepematz, ein schönes Spiel mit cooler Grafik dabei. Die Anleitung ist so, boah, da muss man sich schon, von Lookout-Spiel, da muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen. An das Piepematz, an die Anleitung, ja, es war ein bisschen kantig, obwohl es relativ, wenn man es erklärt, ein relativ einfaches Spiel ist dann dabei. Man sitzt da am Futternapf, muss da den Vogel abschießen, nicht den Vogel abschießen, sondern den Vogel sich eventuell in seine Sammlung abwerben wollen und dazu müssen genügend Vögel in der Schlange stehen. Und die Wertigkeit der Schlange stehenden Vögel muss höher sein als die des Futtervogels. Was dann natürlich zu einer ungewollten Kettenreaktion führen kann oder vielleicht einer gewollten Kettenreaktion, dass man nämlich den ersten Vogel erstmal erwischt, dann geht der nächsthöhere, wandert auch hoch, sitzt an der Futterluke und es steht schon eine Schlange bereit, die einen höheren Wert hatte als er. Also muss man nimmt man sich den Vogel auch noch. Ist natürlich toll für die Sammlung, aber eventuell kommt das ein oder andere Körnchen dazu, wo dann vielleicht belegt ist mit einer
Ja, einem Dieb, Körnerdieb, das ist nämlich das Eichhörnchen oder eventuell eine Krähe, die einen Vogel verscheucht. Ja, das sind so die Dinger, da muss man ein bisschen rechnen. Nichts für Leute mit Dyskalkulie, aber definitiv was für uns, sag ich mal. Dabei, ich wie gesagt, das habe ich auch mit meiner Frau gespielt, aber das mag sie auch nicht. Aber die Grafiken sind klasse, schön von einem Ornithologen gezeichnet. Extra Vogelmännchen, Vogelweibchen, wenn man die beiden zusammen hat. Dann können die zusammen im Nest hocken und geben einem 5 Punkte zum Schluss. Wenn die noch da bleiben und nicht von der Krähe verscheucht werden. Piepnatz, schönes Spiel für zwischendurch. Aber müssen wir noch definitiv noch öfter spielen, bevor man das rezensiert. Belrati, ja, Belrati, das haben wir nämlich aus der Spielepyramide in Karlsruhe empfohlen bekommen und haben es auch gleich mitgenommen, beziehungsweise ich habe es gleich mitgenommen. Wir haben es hier gespielt. Es ist, ich sag mal, ein kooperatives Facecards. Wer mein Video kennt aus den Georg's Gateway Games über Facecards, der weiß dann Bescheid, dass man da doch Rollen, hier zum Beispiel hat man Rollen, das ist ein bisschen dann natürlich anders, hier hat man Rollen des Museumswärters und des Künstlers. Und der Künstler muss dann eben Karten legen, die zu den Themen passen, was auch Karten sind, gleiche Karten sind. Und dann muss man dann natürlich sagen, diese Karte passt dazu oder diese Karte passt nicht dazu. Die Museumswärter müssen erst unabhängig voneinander Karten fordern. Es werden dann 4 Fälschungen von Belrati dazugelegt. Und schon geht hinterher die Raterei los. Dem Museumswärter müssen dann hinterher raten, wer was gemalt hat, beziehungsweise die Fälschung richtig aussortieren. Nur dann kann man dann ja das Spiel gewinnen, beziehungsweise eigentlich gewinnt man ja gar nicht, sondern man kriegt hinterher Punkte, wenn man nämlich zu viele Fälschungen gesammelt hat, mehr als 6. 6 oder mehr, dann ist das Spiel vorbei und man muss nachgucken, wie viele gute Bilder man bekommen hat. Das kann dann mal bis zu 30 sein. In dem Bereich ist man dann gut. Wir waren nicht so gut in der ersten Partie, aber trotzdem, was ich finde, was für Georg's Gateway Games, das werden wir dann mal sehen dort. Ja, Peppers of the Caribbean haben wir dann auch gespielt mit den Pepperonis, die in der Karibik groß geworden sind. Nein, die sind sie nicht, aber die Pepperonis werden als möglichst scharfes Gericht den Piraten der Karibik vorgesetzt, wenn sie denn wenn sie hungrig zurückkommen von ihren Piraten-Dingsbums. Ich weiß nicht genau, was die Piraten machen. Piraten entern irgendwas und holen sich da irgendwelche Schätze. Aber die Pepperonis müssen hier zusammengelegt werden zu einem wunderbaren, tollen Mahl, möglichst scharf und möglichst flexibel gehalten, nämlich mit 4 verschiedene müssen immer abgelegt werden. Das ist ein Collection-Spiel, wir müssen dann also quasi ein Quartett sammeln, was aus 4 verschiedenen Pepperonis besteht, 3 oder 4 verschiedene Pepperonis und 3 oder 4 verschiedenen Gerichten. Und dieses können wir dann ablegen und erhalten dann dafür hinterher Punkte. Es gibt dann auch noch Bonuspunkte für verschiedene Bonuskarten, die dann noch da im Spiel sind. Das war eigentlich auch schon alles. Viel steckt nicht dahinter, sag ich mal. Aber vielleicht ein schönes Spiel für zwischendurch. Wenn einem Puerto Rico mal ein bisschen zu schwierig ist, dann nimmt man mal vielleicht das her. Kann man vielleicht auch nochmal als ein bisschen als Einsteiger-Variante nehmen. Oder wenn man einfach das Piratenthema mag und ein kleines Kartenspiel so für zwischendurch sucht. Ja, Nussfjord, ja, das haben wir auch gespielt. Nussfjord kommt demnächst auch. Das wollen wir definitiv ein Solo-Let's Play machen. Was heißt wir? Ein Solo-Let's Play bringt es natürlich so nicht, sondern ich mache ein Solo-Let's Play, weil es für 1 bis 5 Personen geht. Und zwar habe ich mir auch schon da das Schollendeck ausgesucht. Das haben uns auch auserkoren. Und das Schollendeck spielen wir natürlich dazu und das Schollendeck hat eine schöne Variante da drin, nämlich es ist einerseits natürlich ein neues Gebäudethema dabei, aber es ist glaube ich auch ein Ältester, der dazu kommt und zusätzlich
gibt es richtige schöne Münzen. Die waren etwas klein und futzelig hier in dem Originalspiel dabei. Also, Nussfjord haben wir gespielt, mal zweimal zum Antesten dabei. Jetzt muss es auch einmal, kommt noch eine Solo-Let's Play-Variante mit der Regelerklärung und dann ein Fazit. Jetzt nicht sofort, aber das machen wir demnächst. Ja, Scooby-Dingsbums, Scooby-Sea-Saga von Ruby Games. Da sind wir einfach mal losgebrettert und haben gesagt, da geht's mal los. Das haben wir uns getroffen, Benny und ich, und sofort mal kurz Aktivierungscode ins Handy eingegeben und mit dem Handy losgespielt. Dabei, ja, es ist natürlich ein Boardgame, sag ich mal, für, ja, welche, die gerne so dieses Bubble-Dingsbums da spielen auf dem Handy und die sagen, ich möchte mal so eine Variante mal auf dem Tisch ausprobieren. Ja, dafür ist es vielleicht geeignet. Wir sind losgebrettert und haben das gespielt. Deswegen Scooby-Sea-Saga von Ruby Games, auch bei uns. Mit Freude nehme ich dann hier noch wahr, dieses The River. Das muss bei uns dann auch mal demnächst wieder auf den Tisch kommen. Es war bei uns. Ich habe es gegen Sebastian gespielt auf der Messe dabei und glaube ich, habe natürlich gewonnen, glaube ich. Ja, nee, da kommt hinterher ein Kommentar drunter, dass er gewonnen hat. Nee, dann sage ich mal lieber, ich habe verloren dabei. Es ist mir auch eigentlich egal. Es war ein schönes Spiel. Es ist ein sehr schönes Spiel. Man muss entlang eines Flusses, muss man ein bisschen den Fluss kultivieren, kann nebenher noch Häuser bauen, aber dass der Reiz an der Mechanik ist, dass man je weiter im Fluss ist, doch den ein oder anderen Arbeiter zur Ruhe setzen muss. Der geht dann auf die Felder, was man da gerade gebaut hat und sagt sich, jetzt komm, hier, ich habe keinen Bock mehr, ich mache mir hier jetzt einen auf Ruhestand und fertig Abfahrt. Und zum Schluss steht man dann da tatsächlich da mit zwei Arbeitern, wo man dann, man fängt erst mit vier an und man kann sich den fünften freischalten, wenn man das zweite Gebäude baut. Und dann geht es aber runter bis auf zwei. Und das merkt man schon. Das gibt zum Schluss einen kleinen Beschleunigungseffekt, weil doch bei solchen Spielen immer mal der eine oder andere gerne rechnet, was kann ich denn noch machen, was kann ich denn noch machen. Und wenn dann bei Agricola zum Beispiel sehr viele Arbeiter da sind, die da noch was tun können, dauert der letzte Rest noch sehr, sehr lange, weil man da sehr viel rechnen kann. Aber hier geht das im beschleunigten Maß los. Und das finde ich eigentlich schon eine sensationell gute Mechanik an dem. Das muss man sagen, ist ein recht echter Hingucker. Und deswegen, dieses Spiel spiele ich auch gerne. Und das werde ich demnächst nochmal auf den Tisch bringen und dann auch irgendwann wieder zu einer Rezension, Regelerklärung machen. Und vielleicht können wir auch das auch als Let's Play machen, weil so ewig lang ist das nicht gegangen. Dann haben wir hier eins meiner Lieblingsspiele natürlich, Concordia Venus. Das ist auf den Tisch gekommen und ich muss sagen, in der Teamvariante spielt es sich genial, schön, sehr schön. Ja, ich kann aber auch mit der Einzelvariante leben. Ich muss aber mal definitiv weiter noch diese Einzelvariante im Venus ausprobieren. Und gerne spiele ich immer die Forumserweiterung, also quasi aus dem Salzer raus. Das Salzer selber, das braucht das Spiel nicht unbedingt, weil Salzer ist für die Leute, weil das ja als Jokerware da ist, ist für die Leute, die jetzt weniger planen, sagen, ja, ich baue mal ein paar Salzerstädte und dann tausche das Salzer gegen irgendwas, was ich da gerade brauche. Okay, kann man machen, muss man aber nicht. Wenn man ein bisschen dabei auch gerne nachdenkt bei dem Spiel, dann ist der Salzer gar nicht so wichtig, aber die Packung kommt auch mit der Forumserweiterung. Da kann man sich eine Forumskarte nehmen, wenn man eine gewisse Anzahl Karten los wird beim Tribunspielen. Und diese Forumskarte wirkt dann noch zusätzlich. Dieser Forum wirkt dann aber immer nur auf die Person, die es gerade gemacht hat, die den Tribun gespielt hat. Nicht auf die Partner, glaube ich nicht auf den Partner. Das weiß ich nicht genau. Aber zumindest wirkt, wenn ich eine Karte habe, eine Dauerkarte, Dauereffektkarte habe, wirkt die nicht beim Partner. Das weiß ich. Aber beim Tribun ist es so, tatsächlich, wenn man dann den Tribun spielt, der andere legt ja auch seine Karten ab. Ich glaube, der kann sich dann auch eine Forumskarte nehmen. Ja, so war das in den Regeln, meine ich. Aber wir gucken das genau nochmal nach und spielen das dann auch. Ein wirklich tolles Spiel. Ja,
schaut auch unser Video dazu an. Dann Newton, ein wirklich schöner Hingucker in meinen Augen. Ich habe es jetzt das erste Mal gespielt in unserer Spielergruppe. Für mich ist es gut angekommen, obwohl ich da verloren habe, aber es passiert mir des Öfteren, wenn ich ein Spiel erkläre, dass ich das auch gerne mal verliere. Aber es zeugt wahrscheinlich davon, dass ich es gut erklärt habe. Aber es lohnt sich wirklich. Es ist ein schönes Spiel. Man muss dabei denken, man muss ein bisschen sehr viel denken dabei. Also es ist definitiv kein Familienspiel, aber ein Kennerspiel, doch, ja. Und es spielt sich auch flüssig. Also wir haben zwar da so mal einen Grübelbär dabei gehabt, aber trotzdem ist das Spiel noch halbwegs rund gelaufen. Und eigentlich kann man seinen Zug auch, weil es doch sehr unabhängig ist von den anderen, also wir behindern uns da sehr wenig, kommen uns da sehr wenig in die Quere, außer bei den Bonusplättchen vielleicht. Aber es ist definitiv ein schönes Spiel und es kommt bei uns definitiv noch öfter auf den Tisch. Da bin ich ganz der Meinung von Chris, von Victoria Prater. Die spielen das ja auch öfter, haben das auch schon öfter gespielt. Und das, ich finde es ein schönes Spiel. Das Thema mag ich. Thema ist schön umgesetzt dabei. Auch diese Fortschrittsbalken mit den Studierenden, die da entlang watscheln. Und immer mehr Knowledge gewinnen und wir unsere Bibliothek ausbauen und damit einen Siegpunktgenerator aufbauen. Ja, das ist alles zu dem Spiel Newton. Aber definitiv kommt da noch mehr davon, aber erstmal müssen wir das natürlich ein bisschen häufiger spielen. So, das war es jetzt von meiner Seite. Habe ich noch was vergessen? Könnt ihr noch mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wisst, was ich noch gespielt habe. Nee, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Aber ich habe tatsächlich noch was gespielt, nämlich Big Cities aus dem Mosen Verlag. Das habe ich auch hier liegen. Bei unserem Kurzurlaub in Malta noch gespielt. Das spiele ich mit meiner Schwägerin ganz gerne. Die mag das, die Heike. Und ja, da haben wir den einen oder anderen Abend damit verbracht. Ja, sehr schön. Das war es von meiner Seite her. Schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr denn gerne sehen wollt an Let's Plays, an Dings. Aber ihr schreibt auch schon sehr viel, das ist schon ganz gut. Und wir müssen mal gucken, dass wir hier mal so langsam die Rille loswerden, dass wir den Riemen auflegen, dass wir noch ein paar mehr Videos produzieren. Nein, Quatsch. Alles muss Spaß machen, auch Videos produzieren muss Spaß machen und spielen selbstverständlich auch. Deswegen wünsche ich uns, dass ihr uns einen Daumen da lasst und ein Abo da lasst, falls noch nicht geschehen. Und natürlich Kommentare reinschreibt und so wir verbleiben. Und ich wünsche euch super Spieleabende in euren jeweiligen Gruppen und mit eurer Familie. In diesem Sinne, tschüss!